Insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I. Willkommen auf meinem Kanal, Dogme ist mein Name und ja, Freunde. Gefühlte 200 Jahre habe ich gewartet auf dieses Game und jetzt ist es hier, Uncharted 4. Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. So, Freunde, und jetzt geht's schon los. Halte Kurs auf die Insel. Ich halte sie auf. Kamera. Sie kommen. Ihre Boote sind kleiner. Raffen Sie. Hab es. Das sind ja Mordswillen. Boom. Die Grafik ist immer episch, Freunde, oder? Und ich möchte jetzt auch jeden Tag eine Folge raushauen. Immer abends. Werden die online kommen? Oh, scheiße, ein großes Boot. Jetzt bin ich tot. Nein, doch nicht. Tauchen. Oh, das war sehr knapp, Freunde. Sam wartet schon auf mich. Die ersten zwei Kills in diesem Spiel. Alter, sind das Willen. Kein Problem, Sam. Weiter geht's. Boah, das sind ja Mordsbrocken, die da rausschauen. Jetzt bin ich ein kleiner Junge. Was sollen wir nur mit dir tun?
Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Jawohl, Mutter. Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Da ist mein Bruder. Gleich auch raus. Die Verlockung des Abenteuers. Hoch und rüber. Wo muss ich jetzt lang? Ah, hier. Freunde, das ist so eine geile Grafik, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich kann das Spiel nur empfehlen. Wieder hier rein. Okay. Still und leise. Das werde ich tun. Jetzt muss ich warten, bis die Luft frei ist und dann... Jetzt kann ich weiter. Dreh dich rum. Die Nonne raucht eine Zigarette. Das ist ja klar. Scheinheilige Magdalena. Oh, fast. Raus. Da ist er ja schon. Die Glitterei, die macht so Spaß, Freunde, das ist ja unglaublich.
Geh mir nicht kaputt. Sam? Wo ist er jetzt? Hier ist sein Koffer. Sein Rucksack, besser gesagt. Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, Nathan, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also... Was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann ich bis Weihnachten machen. Was? Was ist raus? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Alles klar. Guter Sprung. Ja, und ich komm nicht hoch. Bibeltreffen nachts, Freunde. Wie geht das, Pater Duff? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, hab ne Lust auf Schuldgefühle. Hey, dieser kleine Junge kann ja springen. Nate. Das war leicht. Komm. Kein Türkeil. Doch schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Und jetzt geht's ab nach oben. Das ist ja mal cool. Ein oder zweimal. Ich lieb so Spiele. Komm schon. Du bist dran. Freunde, ich möchte jetzt jeden Tag eine Folge raushauen. Wie viel Uhr genau die Folge kommen sollte, weiß ich noch nicht, Freunde, aber ich werde jeden Tag eine raushauen. Spring doch runter jetzt. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr den Text sehen wollt. Dass ihr mitlesen könnt unten. Vielleicht ist das Gameplay zu leise. Wenn du das sagst, hau, hopp, hab dich. Fast. Siehst du? Kein Problem. Ja, ich kein Ding. Bleib bei mir. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Hinter dir. Viertel vor zwölf. Wir klettern da rum. Okay. Okay. Durch die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Was? Ist das eine Sünde?
Ja. Ihr Antichristen. Klettern einfach auf das Kreuz darum. Ja. Okay, weiter. Und jetzt? Darunter nicht. Darunter vielleicht. Schöner Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. Ja, ein echt schöner Ausblick. Werde ich tun. Oh. Und ich soll das jetzt nachmachen oder was? Das zweite Mal war es so knapp. Kein Problem. Okay. Jetzt runter. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Hey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen bist... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen?
es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Oh ja, Freunde, wir sind bereit. Was geht denn jetzt ab? Oh, 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 ich bin im Knast. Prison Break 2016, Freunde. Alles klar, dann möchte seine Schläge, der Penner. Auf, komm, let's go. Was ab, Bruder? Der hat was drauf, der hat was drauf, dieser Junge. Aber jetzt. Ja, was ist denn hier los? Kommt da keine Polizei oder was? Und jetzt gibt's 1, 2. Ihr Bastards, Idiotas! Oder Kleiner? Ich will matar, gringo, come mierda! Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Du musst gerade tirar por el culo! Solitaria! Cájalo! Du musst da esperando aquí, eh? Was eine Grafik, Freunde! Soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ach, ey, 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 ey. Schon gut. Langsam. Ach. Okay, kalmate. Okay, Freunde. Das war's. Ich würde mal sagen, bis morgen. Ich beende das Video jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr den ersten Part gefunden habt. Und da würde ich mal sagen, ich bin jetzt raus. Und bis morgen. Ciao.